Mein Geist! Jemand! Er ist da! Ich höre es auch. Inquisitorin Adrastia, es war mir ein Vergnügen. Es ist Kyras. Ich wusste, dass ich auf ihre berechenbare und engstirnige Natur zählen kann. Die Eldar haben mich davon abgehalten, die Exterminatusflotte nach Typhon zu lenken. Aber sie haben dieses Problem gelöst. Jetzt ist der Weg offen. Der Exterminatus ist eingetroffen. Ich hätte das ohne sie nicht vollbringen können. Genießen Sie Ihre letzten Momente und erfreuen Sie sich an dem Wissen, dass Sie geholfen haben, die Vernichtung über Ihren Subsektor zu bringen. Wir sind angekommen und werden jetzt den Angriff ausführen. In Lehenspflicht für unseren Gott, Imperator, und für die Anmut des goldenen Throns, erkläre ich den Exterminatus für die imperiale Welt Typhon Primaris. Hiermit spreche ich das Todesurteil für eine ganze Welt und übergebe 1 Milliarde Seelen an die Vergessenheit. Möge die imperiale Gerechtigkeit in jeder Hinsicht gelten. Imperator, steh uns bei! Achtung! Orbitales Bombardement! Es muss anziehend sein. Zu sehen, wie ein Planet sich windet und schreit. Zu spüren, wie er unter den eigenen Füßen zuckt. Zu beobachten, wie er stirbt. Bei Zeiten werde ich dieses Geschenk vielleicht mit jeder Seele in der Galaxis teilen. Bis dahin. Ja. Konnte nicht viel sagen, weil... Erstens war Kyras am Reden, zweitens sind wir hier ja ziemlich... im Bedrängnis. Und doch, ein Bunker kostet 5 Bevölkerung, was aber nicht so wild ist. Aber wirklich, das macht mir jedes Mal die Gänsehaut, die Cutscene, wenn ich das höre. Ein Orden der Menschheit übergibt einem ganzen Planeten dem Tod und der Vergessenheit. 1 Milliarde Seelen. Das ist ziemlich zerstört. Gut, ich rücke vor. Jo, wenn wir hier rüber gehen wollen, müsste das jetzt einbrechen. Jedenfalls das hier müsste gleich einbrechen. Genau. Beseitige Dämonen. Bin schon unterwegs. Die Abtrünnigen sind da. In Mengen. Hier, Kommandant. Ich höre es. Ich greife an. Ja, deswegen habe ich Lord Byrne mitgenommen. Ich hoffe, die Bestie lässt uns in Ruhe. Sollte sie aber eigentlich. Bleiben wir kurz mal in der Nähe, bis der letzte Trupp fertig ist. Na gut, töten wir es schnell. Es scheint ja schnell sterben zu wollen. Ja, Legend of Zelda Spruch, einmal verwurstet. Jetzt bricht das hier ein.
holen wir uns noch hier die Munition. So, die Anforderungspunkte. Oh, ein Nictor. Und weiter rennen. Genau, bevor wir hier zerfetzt werden. So, einmal Nachfüllung. Das hier geht jetzt auch gleich wieder vor die Hunde. Oh, hallo Symbiontenbrot. Au. Weg mit dem Liktor. Au, ein Cyborg. Wir werden angegriffen. Mach den Cyborg weg. Der ist böse. Okay, der Cardifex ist auch böse. Lass den Cardifex mal laufen. Noch haben wir ja Zeit. So, sacken hier Ressourcen ein und holen uns dann gleich noch den Punkt hier. Ich glaube, der Cardifex will ein Stück von uns abhaben, habe ich so das Gefühl. Tun wir ihn mal meltern. Und holen uns jetzt gleich einen Trupp mit Antipanzerwaffen. Damit wir was haben, womit wir uns wehren können gegen den nächsten Cardifex. Oder was auch immer auch auf, so auf uns zukommt. Das finde ich auch immer lustig. In Space Hulk ist die Symbiontenbrut das Übelste, was einem begegnen kann. Das ist das Einzige, was einem begegnen kann. Man braucht extra Terminatoren, um sie loszuwerden. Und hier reichen ein paar Gardisten. Gut, man muss auch sagen, hier ist offenes Gelände, keine engen Räume, wo nur einzelne Terminatoren hinpassen. Dieser Läufer ist erledigt. Hi, Cardifex. Ja, der Cardifex, der darf jetzt gut einstecken, dank dem einen schweren Waffenteam. Also dank dem einen Team Gardisten mit schweren Waffen. So, wir haben noch mehr als genug Zeit. Was ist das? Ihr niederes Ungeziefer glaubt wirklich, dass ihr entkommen könnt? Undankbarer Abschaum! Ihr vergeudet Lord Kyras Geschenk eines ruhmreichen Todes! Bezahlt eure Strafe mit Blut! Blut für den Blutgott! Schädel für den Schädelthron! Ja, da will ein... Ich sehe einen Siegespunkt. Okay. Gardisten sind bereit. Gardisten legen sich zum Dienst. Befehle. Warten auf Befehle. Der Gardistentrupp hat sogar einen Kommandanten. So.
Ich erfasse das Objekt. Holen wir uns noch einen Gardistentrupp, würde ich sagen. Wenn wir das könnten. Da muss halt ein schwerer Waffentrupp reichen. So, und wir setzen einen Bunker ab. Diese Deckung wird nicht lange halten. Das ist ziemlich zerstört. So, den können wir da nämlich da reinschicken mit seiner Autokanone, damit er ordentlich ballern kann. Ich glaube, 3 Trupps passen in so einem Bunker. Nein, nur 2. Reicht aber vollkommen aus. Ich könnte nämlich zum Beispiel noch so einen hier absetzen. Damit die noch ein bisschen mehr helfen. Den Bunker graden wir doch zum Halbbunker ab. Sammeln die Hand des Militärgouverneurs und noch mehr Ressourcen auf, die ich eigentlich gut gebrauchen hätte können für noch einen Gardistentrupp. Das kriegen wir ja leicht hin. Bin schon unterwegs. Das ist jetzt weniger gut. Warum kommt nichts mehr? Ah, da kommt der Spawn. Okay. Der Bunker ist gleich hier. Und alle, die drin waren. Ja. Oh, habe ich noch den schweren Gardistentrupp verloren? So, jetzt müssen wir den blöden Chaos-Champion loswerden. Und ich hätte vielleicht statt den Gardisten einen Panzer rufen sollen. Oh, Lord Burn hat's erwischt. Das tut sicherlich auch recht weh gerade. So, raus da mit euch.
War ja klar, dass die drauf gehen. Einheiten gehen immer drauf, wenn das Gebäude zerstört wird. Ist ja realistisch. So, jagen wir den Bunker hoch. So, und wir sind am Teleportarium angekommen. Für den Imperator, Sir. Immer vorwärts. Und eine Ogrin-Leibgarde. Ein Panzerkiller. Der nichts bringt mit der Rüstungswertung, ey. Aber das Ding für Lord Byrne. Uff, ich weiß nicht, ob ich die nächste Mission noch machen soll. Es liegt in der Natur des Menschen, in Zeiten der Tragödien die Schuld zu suchen. Es ist ein Zeichen der Stärke, sich gegen das Schicksal aufzulehnen, anstatt den Kopf hinzuhalten. Unausweichlich werden viele die Hände auf dem Schwert, das Typhon Felte, beschuldigen, den Ordo Malleus. Aber die Inquisition erfüllt nur ihre Pflichten. Sie zu fürchten ist überflüssig, sie zu hassen, ketzerisch. Jene, die aufmerksamer sind, werden die Verantwortung bei denen suchen, die die Hände der Inquisition gezwungen haben. Mit etwas Glück werden sie diesen Hass in Hingabe umwandeln und ihr eigenes Schicksal verändern, indem sie in die Dienste des Imperators treten. Ja, letztendlich war ich es, der diese Ereignisse in Bewegung gesetzt hat. Mit einem einzelnen Schlag durch meinen Hammer, dem Gottspalter. So, Siegespanzerverbesserung. Und wir sind auf der Gericht der Kadaver gelandet. Ach, jetzt sind wir mal auf einem Space Hulk. Level Ups. Erhöht Geschwindigkeit und Energie des Feldmarschalls. Fähigkeit freischalten führt sofort die Gesundheit des Trupps vollständig wieder auf. Kann auch mit extra Wille kombiniert werden. Welches extra ist eigentlich Wille? Reaktorfeld. Erstellt eine Schutzabrüstung um den Generalfeldmarschall und verbündet in der Nähe die Fernkampfschaden deutlich reduziert. Gesundheit. Das hier ist eigentlich auch nützlich. Geschwindigkeit und Energie. Aber erstmal Auszeichnung. So. Dann kriegst du natürlich... ach so, das ist ein... Kommandanten-Upgrade. Gesundheit. Ja, okay. Sie hat jetzt gerade mal Stufe 7 erreicht. Was kann denn, wenn sie nicht eingesetzt werden, Gesundheit, Geschaden, Geschwindigkeit der Ehrengarde verbessert? Das ist auf jeden Fall nützlich. Dann gehen wir erstmal hier runter. Und bei Merrick wollte ich weiter in der Mitte gehen.
Das Ding wird bei ihr mal zu Erfahrungspunkten verarbeitet. Weil sie hinkt hinterher. Und den hier können wir auch mal zu Erfahrungspunkten machen. Burn bringt dir die Energiefaust was? Eigentlich nicht so wirklich. Außer gegen Fahrzeuge. Und ja, nur gegen Fahrzeuge. Alles andere ist besser beim Schwert. Also noch mehr Erfahrungspunkte für die Inquisitorin. Na gut, ich würde sagen, machen wir die nächste Mission dann noch. Ja. Auf zum Gericht der Kadaver. Dort kriegen wir dann Zubehörteil, was wir nicht brauchen, aber die Lehman Russ Verbesserung. Bleiben wir wieder bei dem, was wir gerade haben. Ne, wir nehmen mal die Ogrins mit, weil ich weiß, was jetzt kommt. Und darüber sind die Ogrins gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil wir dann auch noch die Zusätze haben. Dadurch, dass Lord Byrne wegbleibt.